Hallo ihr Lieben, mein Kreativplaner 2020 ist tatsächlich noch fertig geworden und er ist auch endlich hier und ich kann euch endlich das Ergebnis zeigen. Ich möchte zwei Dinge gerne vorab noch erwähnen. Punkt Nummer eins, ich habe leider dieses Jahr eine etwas kleinere Auflage nur bestellt von dem Planer, hatte zwei Gründe. Erstens mal, weil ich sowieso so spät dran war. Zweitens, weil ich keine Zeit hatte, mir ein Probeexemplar zu bestellen. Deswegen habe ich gedacht, falls doch etwas schief geht mit dem Planer, dann habe ich nicht so viele unnütze Planer als Produkte hier rumfliegen. Deswegen, ja, nur eine kleinere Auflage dieses Mal. Aber ich habe mir überlegt, also falls die Auflage nicht reicht, weil ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand leer ausgeht, ich werde nochmal welche nachbestellen. Also wenn der Bedarf besteht, das Ganze wird dann über eine Vorbestellung laufen. Der einzigste Nachteil ist dann einfach nur, dass ihr einfach ein bisschen länger auf euer Produkt nochmal warten müsst. Die zweite Anmerkung, wir haben eine Frühbestelleraktion. Also das heißt, ihr könnt im Moment noch von 5% Rabatt auf den Planer profitieren und ihr bekommt auch noch einen kostenlosen Today-Marker hinzu, wenn ihr heute noch bestellt. Also ich weiß, es ist leider eine sehr knappe Deadline, die musste ich aber wegen dem, ja, aus zeitlichen Gründen einfach so setzen. Also wenn ihr bis zum 18.12. um Mitternacht noch bestellt, dann bekommt ihr, wie gesagt, die 5% Rabatt und diesen kostenlosen Today-Marker noch dazu. Ansonsten könnt ihr euch, also nach dieser Aktion gibt es den Today-Marker aber auch ganz normal als Produkt in meinem Shop. Den könnt ihr euch dann gerne separat erwerben. Ich persönlich finde die Today-Marker mal sehr praktisch. Die kann man sich dann hier so reinklipsen und dann von Woche zu Woche mitnehmen. Dann weiß man quasi immer, wo man ist, in welcher Woche. Ansonsten, ja, würde ich einfach mal sagen, quatsche ich nicht so lange um den heißen Brei herum. Ich zeige euch jetzt erstmal den Kreativplaner an sich. Und zwar haben wir hier auch wieder, wie bei den Planern in den Vorjahren, haben wir so eine kleine Schutzfolie vorne und jeweils hinten. Die kann man eigentlich relativ gut wieder abwischen. Also falls da doch mal irgendwie so ein paar Flecken drauf kommen oder irgendwie so Staub, dann kann man das eigentlich ganz gut an dieser Plastikfolie abwischen. Für mich ein Must-Have. Das Titelblatt habe ich dieses Jahr im Zuckersüß-Design gestaltet, wie ihr seht. Dann geht das Ganze auch schon los mit einem kleinen Vorwort. Das ist jetzt, es ist ein bisschen länger geworden als in den Vorjahren. Wen es interessiert, der kann gerne das Video pausieren und sich den Text einfach mal in Ruhe durchlesen. Ansonsten habe ich da einfach nur grob erklärt, was ich mir zu dem Kalender gedacht habe. Ein paar Anregungen und Inspirationen, wie man den Kalender benutzen kann. Und ihr habt hier auch noch so ein kleines Täschchen mit einer Visitenkarte dabei. Und auf dieser Visitenkarte teile ich euch dann so einen QR-Code mit, beziehungsweise einen Link, wo ihr euch dann auch noch etwas runterladen könnt. Also dieses Coloring Book, die Ausmalseiten, könnt ihr euch dort nämlich runterladen. Aber ich zeige euch das auch gleich noch, was da drin enthalten ist. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Jahresübersicht, einmal vom Vorjahr und vom nachfolgenden Jahr. Darauf folgt dann die Jahresübersicht von 2020. Und die ist ein bisschen anders als letztes Jahr. Und zwar habe ich dieses Jahr hier auch ein bisschen Platz gelassen, um sich Notizen zu machen. Also insbesondere Statistiken, finde ich, lassen sich hier sehr gut festhalten. Oder auch irgendwie irgendwas, worüber man grob den Überblick behalten will. Also vielleicht Urlaubsplanung oder Geburtstage, finde ich. Wenn man nicht irgendwie, wenn man die so auf einen Schlag im Überblick haben will, kann man hier an der Stelle ganz gut sich notieren. Inspiriert ist das Ganze von meinem eigenen Bullet Journal. Also wer das Video dazu gesehen hat, dem wird diese Doppelseite bekannt vorkommen. Das habe ich dann nämlich ähnlich gestaltet. Und ja, ich fand das vom Design her sehr, sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich das gerne unbedingt in meinem Kreativplaner auch so übernehmen. Und was auch noch dieses Jahr im Kreativplaner neu ist, ich hoffe, man kann es einigermaßen in der Kamera erkennen. Und zwar haben wir jetzt hier kleine graue Punkte drin. Auch das ist ja natürlich von dem Bullet Journal Prinzip inspiriert. Ich finde diese Punkte einfach super praktisch, weil man dann so einen kleinen Anhaltspunkt hat, wo man schreibt. Und dann geht es auch schließlich schon los mit den einzelnen Monaten an sich. Und da habe ich mir überlegt, ich habe ja in den Vorjahren immer wöchentliche Kreativ-Challenges gehabt. Die standen dann hier immer in dieser kleinen Wolke drin oder Gedankenblase. Ich fand das aber ein bisschen zu viel eigentlich fast schon. Und dadurch, dass das nur Text hier unten war, fand ich es auch nicht ganz so ansprechend. Und deswegen habe ich mir überlegt, das Ganze einfach so zu gestalten, wie wir die YouTube-Kreativ-Challenges gestaltet haben. Also da, wo ich auch immer ein Video dazu gemacht habe in diesem Jahr. Übrigens nochmal, kleine Anmerkung, natürlich kommt noch die Auflösung von der letzten Challenge, die kommt noch, keine Sorge. Und tut mir auch nochmal sehr leid an der Stelle, dass das nicht regelmäßig funktioniert hat. Ich wollte diese Kreativ-Challenges eigentlich regelmäßig jeden Monat mit euch zusammen machen.
Leider kam dann aber meine Gesundheit dazwischen und ja, deswegen, ich kann das leider nicht versprechen, regelmäßig zu machen. Ihr habt jetzt hier in dem Kreativplaner auf jeden Fall schon mal ganz sicher jeden Monat eine Kreativ-Challenge. Also das heißt, an der Challenge an sich scheitert es nicht. Die Challenge ist schon auf Papier gedruckt. Hier unten seht ihr auch noch so eine kleine Anmerkung. Mit ein bisschen Glück gibt es sogar etwas zu gewinnen. Und das spielt nämlich auf genau dieses Gewinnspiel an. Ich möchte gerne zu den Kreativ-Challenges, wie ihr das auch schon dieses Jahr mit mir gemacht habt, möchte ich gerne auch gleichzeitig eine Verlosung verknüpfen. Aber ich kann es eben, wie gesagt, nicht versprechen, dass ich es wirklich für jeden Monat schaffe. Deswegen, ich werde halt mal gucken. Also so gut, wie ich es halt hinbekomme, so gut, wie es halt mir möglich ist, würde ich gerne dann jeweils zu den Kreativ-Challenges auch Gewinnspiele veranstalten. Und das werde ich dann aber auf jeden Fall auf meinem Blog mit euch teilen. Ich werde es euch auch auf Instagram und auf Facebook posten, aber ganz sicher werdet ihr es auf meinem Blog finden, wenn es zu der Kreativ-Challenge von dem jeweiligen Monat dann auch ein Gewinnspiel gibt. Und ihr seid dann, wenn ihr das dann teilt unter dem Hashtag, seid ihr auf jeden Fall dann mit im Lostopf dabei. Ich denke, das ist eine ganz schöne Doppelmotivation. Zum einen ist das, finde ich, ein bisschen ja, optisch hübscher präsentiert. Vielleicht kann euch das ein bisschen mehr anregen, auch kreativ tätig zu werden. Zum anderen, ich würde mich natürlich auch freuen, selbst wenn es kein Gewinnspiel gibt, würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr es trotzdem teilen würdet, was ihr dazu bastelt. Einfach, um als Community gemeinsam kreativ zu sein, um uns einfach gegenseitig zu inspirieren. Ich finde, das ist einfach eine ganz schöne, allgemeine, ja, kreative Idee. Die Challenge ist natürlich auch offen für all diejenigen, die jetzt nicht den Kreativplaner haben. Also es war mir auch sehr wichtig. Ich wollte da irgendwie die anderen Leute nicht ausgrenzen oder so. Also jeder kann sehr gerne dann jeweils bei der Kreativ-Challenge mitmachen. So, und jetzt habe ich genug über die Kreativ-Challenge geredet. Machen wir mal weiter mit den Monatstitelblättern. Die waren ja in den Vorjahren immer Ausmalseiten und das wollte ich auch dieses Jahr so belassen. Aber ich wollte ganz gerne noch etwas Zusätzliches, ja, als Idee mit dazu bringen. Und zwar sind die Monatstitelblätter dieses Jahr als Mood-Tracker konzipiert. Ich erkläre das mal ganz kurz für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Also es kommt natürlich aus dem Bullet-Journaling-Bereich. Und zwar geht es einfach nur darum, ihr habt hier so eine kleine Skala und die könnt ihr euch in verschiedenen Farben ausmalen. Nehmen wir mal an, zum Beispiel von blau bis lila von der Farbschattierung her. Und dann könnt ihr hier jeden Tag, ihr seht da so eine kleine Zahl jeweils in den Schneeflocken, jeden Tag könnt ihr jetzt eine Schneeflocke ausmalen in der Farbe, wie ihr euch fühlt. Also deswegen Mood. Mood ist das englische Wort für Stimmung. Im Endeffekt habt ihr da so eine Art Emotionstagebuch, so eine Art kreatives Emotionstagebuch damit. Ich persönlich liebe Mood-Tracker einfach. Da kann man so kreativ sein, also auch jetzt im Erschaffungsprozess. Aber manchmal ist es einfach eine zu große Hürde, einen Mood-Tracker zu zeichnen, weil da geht einfach unheimlich viel Zeit drauf und die hat man einfach nur mal nicht immer. Und deswegen finde ich es eigentlich eine ganz gute Alternative und sehr praktisch, wenn man so einen fertigen Mood-Tracker hat und den man dann einfach nur noch ausfüllen kann. Diese Ausmalseiten, die findet ihr übrigens auch in dem Download-Link und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal separat ausdrucken. Ich habe euch auch eine Variante dazugelegt ohne Zahlen und ohne Skala. Also das heißt, wer das einfach nur ganz normal als Ausmalbild gerne haben möchte, der kann da auch das sich aus der PDF nochmal ausdrucken. Und ansonsten, ja, die Rückseite ist relativ gleich geblieben vom Prinzip her. Ihr habt hier wieder Platz, um euch so eine kleine Tasche aufzukleben. Die Taschen, die findet ihr auch ganz hinten mit so einer Markierung. Das könnt ihr euch an der Stelle dann falzen und dann einfach aufkleben. Hier ist so eine kleine Bilderanleitung dazu. Finde ich sehr praktisch für so Notizen, die man sich einfach zwischendurch mal auf irgendwelchen Zetteln gemacht hat und dann nicht weiß, wohin mit den Zetteln. Es ist immer ganz praktisch, so eine Tasche zu haben. Dann haben wir die Pinnwände und die Pinnwände sind dieses Jahr auch anders. Und zwar habe ich für jeden Monat eine eigene Pinnwand gestaltet. Es ist einfach mal ein Experiment meinerseits. Ich wollte einfach mal ausprobieren, ein bisschen was Hübscheres zu machen. Also beim Bullet Journaling zum Beispiel ist es ja so, man kann verschiedene Schwerpunkte setzen, aber ich persönlich mag den Schwerpunkt Kreativität im Bullet Journal. Also da gibt es wirklich unglaublich kreative Sachen, die so, ich sag mal so, in die Tendenz hier zu gehen. Die sind aber manchmal nicht ganz so praktisch. Ich wollte es einfach mal hier testen, also weil es ist natürlich wesentlich einfacher, in ein stupides Rechteck reinzuschreiben, als jetzt hier in die Handschuhe.
aber dafür ist das halt wesentlich hübscher und kreativer. Das wollte ich einfach ganz gerne mal hier dieses Jahr ausprobieren, mal sehen, wie ich selbst damit zurechtkomme. Ich bin aber auch schon sehr gespannt, wie ihr damit zurechtkommt und was ihr so dazu sagt. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich jederzeit Feedback dazu dalassen und dann kann ich das sehr gerne in die Erschaffung oder in die Kreation vom neuen Kreativplaner mit einfließen lassen. Und dann haben wir hier unten, das ist jetzt auch neu, haben wir schließlich noch zwei Habit-Tracker, also Gewohnheiten-Tracker, auch vom Bullet Journal inspiriert. Auch die Habit-Tracker liebe ich einfach. Also ihr seht, Tracker ist irgendwie so mein Ding, ich weiß auch nicht, das geht einfach schnell und es motiviert unheimlich. Ich habe euch hier im Vorwort auch ein paar Inspirationen aufgeschrieben, was ihr als Kategorie benutzen könnt für den Habit-Tracker. Ich versuche es mal gerade ganz schnell zu erklären. Nehmen wir mal an, ihr wollt gerne regelmäßig Sport machen und ihr braucht einfach ein bisschen Langzeitmotivation oder ihr wollt das einfach ganz gerne verfolgen, wie oft ihr wirklich Sport gemacht habt, damit ihr das irgendwie nochmal nachschlagen könnt und euch da irgendwie so eure eigene Statistik draus zusammenbasteln könnt. Dann schreibt ihr jetzt hier rein zum Beispiel Workouts. Und könnt jetzt hier für jeden Tag, wo ihr Sport gemacht habt, könnt ihr ein Haken setzen, ein Kreuz reinmachen. Ihr könnt das Kästchen ausmalen. Ihr könnt zum Beispiel auch hier diese Farbskala benutzen. Dann habt ihr hier so ein buntes Ergebnis am Ende. Also da ist wirklich euch überlassen. Ihr könnt auch so kleine, zum Beispiel ein kleines Sternchen jeweils reinstempeln oder was auch immer. Und dann habt ihr am Ende vom Monat, habt ihr dann so einen ausgefüllten Tracker und könnt dann quasi nachvollziehen, okay, diesen Monat habe ich gut Sport gemacht und habe das Ziel erreicht, was ich mir selbst gesetzt habe. Oder ihr sagt, hey, da ist ja noch Potenzial nach oben da, nächsten Monat, das schaffe ich besser. Wie gesagt, für mich sind diese Habit-Tracker unglaublich motivierend, auch für Langzeit und vor allen Dingen auch, wenn man sich neue Sachen angewöhnen will oder auch abgewöhnen will natürlich, ja. Das ist halt so eine Motivation, wo man das dann eben so ein bisschen ja, für sich selbst lernen kann, weil es motivierend ist, wenn man da so einen Haken reinsetzen kann. Ich hoffe, man hat einigermaßen verstanden, was ein Habit-Tracker ist. Ansonsten geht es hier jetzt einfach weiter mit einer Monatsübersicht schließlich noch. Die ist im Prinzip fast genauso wie auch letztes Jahr. Vielleicht optisch ein bisschen anders. Wir haben auch hier wieder diese Punkte, sodass es euch ein bisschen leichter fällt, hoffentlich etwas da reinzuschreiben. Also jetzt zum Beispiel, damit ihr so eine Orientierung habt, so rum. Und dann geht es jetzt auch schließlich weiter mit den einzelnen Wochen. Und da ist es auch wieder so, wie auch im letzten Jahr, ihr habt eine komplette Woche als Doppelseite im Überblick von Montag bis Sonntag. Und hier unten habt ihr noch so einen kleinen Kalender, wo dann die jeweilige Woche markiert ist, die gerade aktuell ist. Wir haben auch hier wieder die Punkte diesmal. Also ich habe mich auch wirklich bewusst gegen Linien entschieden, hatte ich auch jetzt überlegt, Linien reinzuzeichnen, aber das war dann einfach zu voll und komplett weiß. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren mit den Punkten, weil ich mag die Punkte in meinem Bullet Journal einfach sehr gerne als Hilfslinien oder beziehungsweise als Hilfspunkte sind es ja in dem Fall. Deswegen wollte ich es hier ganz gerne im Kreativplaner auch mal ausprobieren und ich denke, das ist eine sehr gute Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, wo es ja komplett weiß war. Und ansonsten habt ihr noch genügend Platz auch für sonstige Notizen. Also zum Beispiel hier in der Spalte schreibe ich mir sehr gerne allgemeine To-Dos auf, die für die gesamte Woche gelten. Hier in der Gedankenblase, finde ich, kann man zum Beispiel auch ganz gut Sachen reinschreiben, die man unbedingt nicht vergessen will oder wo man unbedingt dran denken möchte, die jetzt aber auch nicht speziell auf einen Tag gemünzt sind. Ja, und wie gesagt, also mehr als genug Platz, auch für Verzierungen, auch für Wochengestaltungen. Also tobt euch da wirklich ruhig kreativ aus. Da ist wirklich mehr als genug Platz. Ich habe mich dieses Jahr auch dazu entschieden, die Farben hier aus den Streifen rauszunehmen. Also deswegen sind sie grau, weil ich eben nicht so... Also ich fand die Farben fast schon ein bisschen zu aufdringlich. Insbesondere, wenn man viel mit so Seitengestaltung gearbeitet hat, hat es mich dann immer gestört, dass diese Farbe da so dazwischen war. Weil nicht immer wollte man etwas zum Beispiel jetzt im lila Farbton machen. Und ich denke, wenn es nur am Rand ist, dann ist es nicht ganz so langweilig, weil wenn ich die Farbe komplett rausgenommen habe, hätte, wäre es wahrscheinlich auch sehr trist und sehr langweilig gewesen, insbesondere für Leute, die überhaupt nicht dekorieren wollen. Aber ansonsten, da es nur am Rand ist, denke ich, ja, ist es wenigstens auch so ein bisschen aufgeräumt und stört auch nicht ganz so mit der Seitengestaltung. Ja, das war so mein Kompromiss in dieser Hinsicht. Ansonsten, ja, hier unten, auch wie letztes Jahr, da wechseln sich hier einfach nur die Bilder dann jeweils durch, damit das nochmal ein bisschen Abwechslung bekommt. Und dann geht das jetzt einfach so fortlaufend weiter bis Dezember. Also das heißt, jeden Monat, wie gesagt, eine Kreativ-Challenge. Februar zum Beispiel gibt es eine Themen-Kreativ-Challenge.
wie setzt ihr das Thema Zucker süß um? Was interpretiert ihr in das Thema rein? Ihr könnt natürlich meine eigenen Produkte benutzen, also die aus der Zuckersüß-Kollektion, aber müsst ihr wirklich überhaupt nicht. Ihr könnt auch andere Produkte nehmen, die einfach eurer Meinung nach zum Thema Zuckersüß passen. Dann haben wir hier so ein Einmachglas mit Herzchen als Mood-Tracker. Und den Mood-Tracker, den hatte ich ja auch in meinem eigenen Bullet-Journal euch mal gezeigt. Und das musste ich einfach dann hier auch noch in dem Kreativplaner mit verewigen. Dann haben wir jetzt im Monat Februar auch noch eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich immer mal freie Seiten gehabt, die sich einfach ergeben haben, dadurch, dass der Tag zum Beispiel, also dadurch, dass der Monat Februar hier zum Beispiel mit einem Samstag anfängt. Dadurch ist diese Seite hier leer gewesen. Und statt jetzt einfach nur eine Notizseite oder irgendwas Schwachsinniges, sage ich mal, hinzumachen, habe ich mir überlegt, an diesen Stellen nochmal Doodle-Challenges euch, ja, damit herauszufordern sozusagen. Doodle ist ja das Wort für Zeichnung oder kleine Skizze. Irgendwas Schnelles, was man mal so hindudelt, hinskizziert, hinzeichnet. Und ihr habt hier so kleine Stichworte, drei Stück und so kleine Felder. Und da möchte ich, dass ihr in diesen Feldern einfach einen Kaktus zeichnet, eine Ente zeichnet und eine Feder zeichnet. Oder zumindest das, was ihr damit assoziiert, was euch dazu einfällt. Das kann ganz schnell sein, also in 5 Minuten kann das Ganze absolut gemacht sein oder vielleicht auch in 1 Minute, wenn jemand schnell ist. Ihr könnt das Ganze aber auch ein bisschen aufwendiger machen, ihr könnt das Ganze kolorieren, also wie ihr wollt. Ihr müsst das nicht aufwendig machen, absolut nicht. Ihr könnt aber auch natürlich auch gerne. Und auch hier, Hashtag Semifims Doodle Challenge. Ich würde mich wirklich unheimlich freuen, wenn ihr das fertige Ergebnis teilen würdet mit uns, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das unglaublich interessant ist zu sehen, wie andere diese Challenge dann umgesetzt haben. Und ich glaube, da können die interessantesten Ergebnisse bei rauskommen. Also auf die Doodle-Challenge, muss ich zugeben, freue ich mich auch schon besonders, weil das eben so was Schnelles ist. Also klar, die Kreativ-Challenges an sich könnt ihr auch sehr schnell umsetzen. Ihr müsst da nichts Aufwendiges machen. Aber so Doodle-Challenge, finde ich, das ist nochmal weniger Überwindung. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Doodle-Challenges. Und ich hoffe, ihr teilt dann auch eure Ergebnisse mit uns. Die Doodle-Challenges, davon gibt es übrigens auch 12 Stück in dem Kalender. Die sind allerdings ein bisschen unregelmäßig verteilt. Also ihr habt ja gesehen, beim Januar hatten wir jetzt keine Doodle-Challenge. Das liegt einfach daran, wie die Monate vom Jahr aufgeteilt sind. Im Februar haben wir jetzt zum Beispiel eine Doodle-Challenge am Anfang und jetzt hier zum Beispiel im März haben wir dafür dann gleich 2 Doodle-Challenges, einmal am Anfang und einmal am Ende. Wie gesagt, das ist einfach zufallsbedingt, aber es sind auf jeden Fall insgesamt 12 von den Doodle-Challenges hier mit drin. Und dann, bevor ich es vergesse, die Februar-Pinwand sieht hier im Übrigen so aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnell noch den Rest durch. Also der Planer ist natürlich an sich gleich aufgebaut. Wir haben jeden Monat eine Kreativ-Challenge, hier zum Beispiel ein Farbroulette. Hier als Mood-Tracker haben wir diesmal den Panda mit Balance, der halt so rumfliegt und die Welt entdeckt. Hier haben wir die Pinnwand vom März. Und ansonsten, wie gesagt, der Aufbau ist dann ansonsten deckungsgleich. April wieder eine Kreativ-Challenge, diesmal mit dem Thema Schüttelkarten oder Schüttelelemente. Hier haben wir so ein Einhorn Motiv als Mood-Tracker und hier ein Ostermotiv als Pinnwand. Im Mai wieder eine Themen-Kreativ-Challenge. Als Mood-Tracker habe ich diesmal Schmetterlinge gezeichnet. Ist übrigens auch einer meiner Lieblings-Mood-Tracker-Motive, glaube ich, aus dem Kalender. Also ich mag so Schmetterlingsmotive einfach unheimlich gerne. Und die Pinnwand sieht dann dafür dann so aus. Die Kreativ-Challenge für den Juni, da gibt es wieder einen Kartensketch. Ich habe auch hier ein bisschen was dazu erklärt. Also ihr müsst nicht unbedingt Sterne als Motiv nehmen. Ihr könnt das gerne auch ein bisschen abwandeln. Also ne, man muss das Ganze nicht alles so eng sehen. Als Mood-Tracker haben wir hier so Meeresrauschen-Girlanden. Und das ist dann passend dazu auch die Pinnwand. Dann den Kreativ-Challenge für Juli. Da haben wir wieder ein Farbroulette. Und hier haben wir so Kawaii-Eis als Mood-Tracker. Passend dazu dann auch die Pinnwand. Dann wieder eine Themen-Kreativ-Challenge, ein paar bunte Kawaii-Schafe als Mood-Tracker, das ist die August-Pinnwand, dann das Thema Embossing bzw. Textur als Kreativ-Challenge und als Mood-Tracker hier so ein kleiner Sonnenuntergang. Da freue ich mich auch schon besonders drauf, den Mood-Tracker dann auszumalen.
Das ist dann der passende, die passende Pinnwand dazu. Dann wieder Farbroulette Kreativ-Challenge und als Mood-Tracker ein paar Herbstblätter. Das ist die Pinnwand. Für den November wieder einen Kartensketch als Kreativ-Challenge. Hier haben wir dann die Diamanten als Mood-Tracker. Hier könntet ihr übrigens auch mein Stempelset benutzen, wenn ihr das denn möchtet. Aber müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt das Ganze auch einfach mit Buntstiften ausmalen. Ich fand das nur irgendwie lustig, das so von der Größe her zu designen, dass da theoretisch auch die Stempel dazu passen würden. Das ist dann die Pinnwand dazu. Und schließlich, last but not least, haben wir hier für den Dezember natürlich Tags bzw. Anhänger als Kreativ-Challenge. Passt einfach optimal in den Dezember rein. Und der Mood-Tracker ist diesmal so ein abstrakterer Weihnachtsbaum mit so ein paar Ornamenten. Und hier haben wir dann schließlich noch die dazugehörige Pinnwand dazu. Ja, und das war, wie gesagt, das war auch schon der Kreativplaner. Der Aufbau an sich ist relativ gleich. Wie gesagt, hier und da sind noch ein paar Doodle-Challenges versteckt, insgesamt 12 Stück. Aber ich glaube, die muss ich euch jetzt nicht unbedingt alle einzeln zeigen, bis ich die finde. Und ansonsten haben wir am Ende einfach noch 12 kleine Notizseiten und schließlich noch die Seitentaschen, wie schon erwähnt. Und das war auch schon der Kreativplaner für 2020. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt der Kreativplaner für dieses Jahr oder beziehungsweise für nächstes Jahr, ist er ja gedacht. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich bin auch mega happy, dass es doch noch zeitlich hingehauen hat, dass ich den noch fertig bekommen habe. Und natürlich, wie gesagt, nochmal an der Stelle, tut mir wirklich leid, dass es alles zeitlich so knapp war. Ich hätte ihn euch gerne früher präsentiert. Denkt auf jeden Fall noch an die Vorbesteller oder beziehungsweise die Frühbesteller-Aktion nur noch heute mit 5% Rabatt und dem kostenlosen Today-Marker. Ansonsten der Today-Marker, den wird es auch als normales Produkt nach der Frühbesteller-Aktion in meinem Shop geben. Könnt ihr euch also ganz normal auch danach der Aktion noch dazu kaufen. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz gesagt haben, also ich werde den Kalender in zwei verschiedenen Varianten anbieten. Einmal mit Tabs, dann bekommt ihr die Tabs als Sticker dazu, könnt ihr euch dann selber draufkleben. Und einmal ohne, nee, mit und, also ihr wisst, wie ich meine, einmal ohne Tabs und einmal mit Tabs, so rum. Und ich zeige euch nur mal schnell, wie ihr die Tabs euch selber aufkleben könnt. Und zwar bekommt ihr hier so ein Sticker-Sheet, wenn man so will. Das Ganze ist auch nicht normales Stickerpapier, sondern das ist ja ein bisschen dicker vom Material her. Das Ganze ist hier so doppelt auch angelegt, ist auch in der Mitte gefalzt und ich klebe die immer so auf, dass ich das Ganze hier schon mal vorsichtig falte. Dann lasse ich hier, versuche ich das hier so offen zu lassen, also da versuche ich nicht dran zu drücken. Dann suche ich mir natürlich hier den Monat raus. Ich würde euch auch empfehlen, fangt mit Dezember an, dann tut ihr euch ein bisschen leichter. Dann quetsche ich das Ganze hier so dazwischen und dann drücke ich das Ganze einmal gut fest. Also ihr müsst da wirklich ein bisschen fester dran drücken, aber dann hält das eigentlich auch ganz gut. Und dann muss man das nicht nochmal irgendwie zusätzlich, meiner Meinung nach, mit irgendwie Kleber fixieren oder so. Und dann habt ihr hier unten den Tab und das Ganze könnt ihr hier jetzt einfach fortsetzen. Wie gesagt, fangt am besten mit Dezember an. Und dann wisst ihr nämlich, an welcher Stelle ihr den November platzieren müsst und könnt dann einfach so fortfahren bis Januar. Ist einfach nur ein Angebot meinerseits, wenn ihr euch einen Euro sparen wollt, dann bestellt euch die Variante gerne ohne Tabs. Ihr tut mir damit auch einen ganz kleinen Gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es doch ein bisschen zeitaufwendig ist, diese Tabs für jeden Kalender einzeln dran zu kleben, weil ich selbst mache auch nichts anderes, als sie für euch hier so dran zu kleben. Und da wir ja allgemein einfach schon so spät dran sind, würdet ihr mir einfach einen ganz kleinen Gefallen tun, wenn ihr ja die Variante ohne Tabs nehmt. Also ihr bekommt die auf jeden Fall zum Selbstaufkleben hier mit dazu. Und dann spare ich nämlich ein bisschen Zeit, ihr spart euch einen Euro und ich kriege allgemein die Kalender schneller zu euch ja nach Hause geschickt. Weil die kamen ja bei mir jetzt auch erst jetzt vom Druck an. Also ich konnte auch erst jetzt damit anfangen. Und ja, wie gesagt, sehr langes Video. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet, glaube ich. Aber ich hoffe, ich konnte euch den Kreativplaner so ein bisschen näher bringen. Euch auch ein bisschen in meinem Gedankenprozess mit einbeziehen, was ich mir zu dem Kalender so gedacht habe. Natürlich sehr, sehr, sehr gerne lasst mir Feedback da, wie euch der Kalender gefällt, was ihr euch für den Kreativplaner für 2021 wünschen würdet. Ich habe schon ein paar Anregungen bekommen, aber ich freue mich natürlich immer wieder über kreative Anregungen und ich versuche natürlich sehr gerne zu gucken, ob das nächstes Jahr so umsetzbar ist. Ansonsten ganz allgemein, ich sage gerne dasselbe nochmal wie letztes Jahr.
Ich werde alles versuchen, alles in meiner Macht versuchen, dass es wieder 2021 einen Kreativplaner gibt. Ich kann aber nichts versprechen. Also ähnlich wie auch dieses Jahr. Ich kann es einfach nicht versprechen, aber ich werde auf jeden Fall alles probieren, dass ich das hinbekomme. Und ja, ihr Lieben, wie gesagt, Link zu meinem Shop in der Infobox. Bestellt sehr gerne auf semifilmdesigns.de. Ihr könnt den Kalender zwar auch auf Etsy kaufen, aber wegen den Etsy-Gebühren muss ich den dort leider ein bisschen teurer anbieten. Also das heißt, daran verdient eigentlich nur Etsy was. Also im Endeffekt bestellt ihn doch einfach bei semifilmdesigns.de. Dann spart ihr noch mal ein bisschen Geld und das könnt ihr dann für andere Bastelsachen zum Beispiel noch ausgeben. Und ja, ihr Lieben, damit habe ich jetzt wirklich dann genug geredet. Damit wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit noch. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!